Herzlich willkommen zum Podcast der Vineyard Basel. Mit einer Online-Spende auf unserer Website kannst du unsere Arbeit und Vision finanziell unterstützen. Vielen Dank fürs Mittagen und viel Spaß beim Zuschauen. Ich habe das letzte Mal vor knapp einem Jahr erleben, das Wunder. Da ist neues Leben dazugekommen in unsere Familie, unser Sohn David. Und das allererste Mal, das ist schon 3 Jahre her, dann ist unsere Tochter Sarah zur Welt gekommen. Und wir waren also zuerst zu dritt und nachher, heute vor einem Jahr, war das sogar immer noch so. In der ersten Hälfte von 2018 war der kleine David noch nicht da. Und um genau zu sein, der David war schon 2017 da. Wir konnten ihn nur nicht sehen, genau wie du gesagt hast. Maxine war schon vorher da, aber jetzt sehen wir es zum ersten Mal, das kleine Geschöpf. Und wenn man noch genauer sein will, dann hat man sogar schon vorher einen Blick darauf werfen können. Dank Frauenärztin, Ultraschalltechnologie, sieht man schon einen kleinen Einblick, wer dann mal rauskommt am Tag der Geburt. Und doch ist es eben der Tag, der den ganzen Unterschied macht. Es war schon bei der Sarah nicht so überwältigend gewesen, wie der Moment, als ich sie zum ersten Mal direkt vor mir sehen konnte. Unglaublich, ich bin Vater geworden. Und dann habe ich gedacht, gerade mal ein Selfie machen mit ihr zusammen im Kreissaal. Und beim David war es ähnlich. Er ist real. Was für ein Wunder. Und jetzt denkst du vielleicht, schön für dich. Aber ist das jetzt wirklich wert gewesen, die Musik zu unterbrechen, um jetzt irgendetwas von Babys zu erzählen? Und ja, vielleicht findest du ja den Inhalt der Lieder auch zumindest teilweise ein bisschen schwierig. Vielleicht immer dann, wenn es darum geht, dass Gott unser Vater ist und dass das uns zu seinen Kindern macht. Wir haben es ja vorhin auch als Frage gestellt. Wir fragen nach dir, bist du unser Vater? Also, um ehrlich zu sein, finde ich es auch, dass es einfachere Ziele gibt in diesen Songs. Um so von ganzem Herzen zu singen, man sich ganz damit identifizieren zu jeder Zeit. Ja, klar, du bist mein Vater, ich bin dein Kind. Es gibt sicher Leute, die können das so lange wiederholen. Und irgendeinmal fühlt es sich real an. Bei mir ist das nicht so. Bei mir funktioniert das nicht. Für mich fühlt sich erst dann etwas real an, wenn ich davon eben ein Beweisfoto machen kann. Und das ist also eine einfache Erklärung für ein gar nicht so einfaches Problem. Was ist das da? Das ist ein einfaches Problem, würde ich sagen, im Vergleich. Der Vergleich ist nämlich der, so wie ein Kind von menschlichen Eltern am Tag der Geburt wirklich sichtbar werden, so werden auch Kinder Gottes am Tag der Auferstehung wirklich sichtbar. Es gibt Leute, die sagen, dass die Kinder Gottes schon da sind. So wie schon Sarah und David während der Schwangerschaft da waren. Aber es gibt keine Technologie, um das sichtbar zu machen, was geistlich wächst. Und jetzt muss ich aber auch wieder ganz genau sein. Gott hat uns eigentlich doch tatsächlich schon mal ein Beweisfoto geschickt. Und in der Bibel, im Brief an die Gemeinde in Kolossä, können wir in den Vers 15 bis 20 vom 1. Kapitel nämlich Folgendes lesen. Christus ist das Bild des unsichtbaren Gottes. Er war bereits da, noch bevor Gott irgendetwas erschuf, und ist der Erste aller Schöpfung. Durch ihn hat Gott alles erschaffen, was im Himmel und auf der Erde ist. Er machte alles, was wir sehen und das, was wir nicht sehen können. Ob Könige, Reiche, Herrscher oder Gewalten. Alles ist durch ihn und für ihn erschaffen.
Er war da, noch bevor alles andere begann, und er hält die ganze Schöpfung zusammen. Christus ist das Haupt der Gemeinde, und die Gemeinde ist sein Leib. Er ist der Anfang und als Erster von den Toten auferstanden, damit er in allem der Erste ist. Denn Gott wollte in seiner ganzen Fülle in Christus wohnen. Durch ihn hat er alles mit sich selbst versöhnt. Durch sein Blut am Kreuz schloss er Frieden mit allem, was im Himmel und auf der Erde ist. Bild des unsichtbaren Gottes und der Erste aller Schöpfung. So wird Jesus Christus hier genannt. Jetzt wird uns in den Kapiteln 1 und 2 Jesus allerdings nicht nur als Gottes Bild vorgestellt, sondern auch als Gottes Geheimnis. Gottes Bild, Gottes Geheimnis. Die Kombi gefällt mir. Warum ist Jesus Christus Gottes Bild? Er ist der Erste von Gottes Kind. Zeugt ganz am Anfang. Er ist bereits im ersten Schritt involviert, wo etwas von Gott sichtbar wird, nämlich in der Schöpfung und in ihrer Vielfalt. Dann ist er Mensch in Fleisch und Blut geworden und hat in diesem zweiten Schritt noch mehr von Gott sichtbar gemacht, nämlich in seinem Bewirken von Versöhnung und Einheit. Schöpfung und Versöhnung, Vielfalt und Einheit. Beides zusammen ist also der Grund, warum er Gottes Bild ist. Warum aber ist er Gottes Geheimnis? Der Brief an die Kolosser formuliert es so: Christus in allen und alle in Christus. Wir alle sind dazu geschaffen, Glieder von seinem geistlichen Körper zu sein. Und die Kirche hat es versucht, das sichtbar zu machen. Sowohl die schöpferische Vielfalt als auch die versöhnte Einheit. Und bis heute ist es für eine Mehrheit aber schwierig, das zu sehen. Ich selber kenne sogar Ausdrucksformen von Kirchen, die wirklich ziemlich gut sind in der Vielfalt und in der Einheit. Und dann gibt es derige, die sind wenigstens gut in der Kreativität oder in der Versöhnung. Aber ich kann auch gut verstehen, wenn Leute sagen, Kirche? Also da bin ich, aber ich habe nichts gesehen. Ganz sicher haben die ihr das Beste gegeben, um Jesus vor mir zu verstecken. Wenn er überhaupt da war. Ja, es ist wirklich mysteriös. Jesus Christus ist der Einzige, der bereits seinen sichtbaren Auferstehungstag hatte. Es war an einem Sonntag und darum feiern wir ja eben auch heute Gottesdienst. Und es ist an einem Sonntag im Jahr, wo wir das ganz besonders feiern, an Ostern. Ostern ist aber erst eine Vorwegnahme vom Ende. Nach Ostern ist vor Ostern auf eine geheimnisvolle Art. Für die Kirche kommt der sichtbare Auferstehungstag erst noch. Das war noch nicht. Und so findet sich in der Kirche jeder und jede in einem Prozess wieder, der einer Schwangerschaft ähnlich ist. Er oder sie befindet sich irgendwo zwischen geistlich empfangen und geistlich geboren. Oder in den Worten vom Kolosserbrief: Er oder sie ist mit Christus bereits auferstanden, allerdings erst als Geheimnis und noch nicht als Bild. Das ist jetzt also die Einführung, die uns helfen soll, die richtige Perspektive auf die zweite Hälfte des Briefs zu bekommen. Dort wird es sehr praktisch für die Kolosser. Und Kapitel 3 startet mit der folgenden Zusammenfassung. Da ihr mit Christus zu neuem Leben auferweckt wurdet, sucht Christus, der zu Rechten Gottes im Himmel sitzt. Denkt nicht an weltliche Angelegenheiten, sondern konzentriert eure Gedanken auf ihn.
Denn ihr seid gestorben, als Christus starb, und euer wahres Leben ist mit Christus in Gott verborgen. Wenn Christus, der euer Leben ist, der ganzen Welt bekannt werden wird, dann wird auch sichtbar werden, dass ihr seine Herrlichkeit mit ihm teilt. Ich weiß nicht, ob du damit etwas anfangen kannst. Ich denke aber, dass es ziemlich genau das ist, was ich erfahre. Ich lebe in dieser Spannung zwischen einem alten und einem neuen Leben. Und es fühlt sich exakt so an, wie wenn ich an meiner eigenen Beerdigung wäre, wie wenn ich der Zeuge würde von meinem eigenen Tod. Ich gebe zu, das tönt ziemlich dramatisch. Und es würde jetzt zu lang werden, wenn ich meine Geschichte im Detail ganz würde erzählen heute Abend. Aber die Wahrheit ist, ich habe viele Mal versucht, ein besserer Mensch zu werden. Ich habe versucht, die menschlichen Prinzipien von der Selbstverbesserung anzuwenden. Ihr kennt das vielleicht auch, es gibt so Bücher, Self-Improvement heisst das auf Englisch. Und da kann man sich ziemlich lange damit beschäftigen. Und ich habe probiert, nicht aufzugeben, irgendwie noch Besseres aus mir da rauszuholen. Aber um eine lange Geschichte kurz zu machen, je mehr ich den Glauben an mich selber verloren habe, desto mehr habe ich den Glauben an Jesus gefunden. Er ist die beste Verbesserung, die mir und den Leuten um mich herum jemals passiert ist. Meine Frau kann natürlich jeden Tag sagen, auf wer oder auf was meine Gedanken konzentriert sind. Wenn ich irdische Sachen suche, dann bekommt sie einen Tag mit meinem alten, schmutzigen, unreinen Selbst. Wenn ich Christus suche, dann bekommt sie einen Tag mit meinem neuen, weisen und dankbaren Herz. Also das alte und das neue Leben, die existieren im gegenwärtigen Stadium zusammen. Und Kolosser redet nicht nur über Einzelpersonen. Man kann auch sagen, auf wer oder auf was die Gedanken von einer Gesellschaft konzentriert sind. Zur Zeit des Neuen Testaments waren es Leute, die irdische Sachen gesucht haben und so Angst und Hass verursacht haben. Zum Beispiel zwischen Juden und Griechen, zwischen Sklaven und Freien. Und im Kontrast dazu hat Jesus einen neuen Körper mit Gliedern geformt, die ihn suchen. Eine Kirche, die an der Stelle dieser Trennungen zum Frieden und zu der Liebe berufen ist. Und bis heute müssen wir daran erinnert werden. Im 20. Jahrhundert zum Beispiel hat das ein schwarzer Prediger da mit dem Namen Martin Luther King. Er hat wunderschöne Worte für den Kontrast zwischen dem Alten und dem Neuen gefunden. Ich lese es zuerst auf Englisch. Hatred and bitterness can never cure the disease of fear. Only love can do that. Hatred paralyzes life. Love releases it. Hatred confuses life. Love harmonizes it. Hatred darkens life. Love illumines it. Übersetzt: Hass und Bitterkeit können nie die Krankheit von der Angst heilen. Nur Liebe kann das. Hass lähmt das Leben. Liebe setzt es frei. Hass verwirrt das Leben. Liebe harmonisiert es. Hass verfinstert das Leben. Liebe erleuchtet es. Vielleicht bist du heute auf die Kraftwerksinsel gekommen, mit Lähmung, Verwirrung und Verfinsterung. Mein Gebet für dich ist, dass du die Insel mit Freisetzung, Harmonie und Erleuchtung kannst verlassen. Wo du gekommen bist, hast du dich vielleicht als jemand gesehen, der an die Angst versklavt ist. Mein Gebet für dich ist, dass du als jemand gehst, der sich als ein Kind von Gott sieht. Hey,
Lasst uns doch heute Abend wirklich geistliche Wachstumsschübe erwarten und vielleicht sogar neue geistliche Embryos. Ich weiss nicht, ob und wenn du in die geistliche Schwangerschaft bist reingekommen und ich weiss nicht, in welchem Stadium du dich gerade befindest. Manchmal kann ich feststellen, dass da etwas Lebendiges am Entstehen ist, wenn ich manche von euch ein bisschen besser kenne. Aber abgesehen davon ist das neue Leben mit in Jesus ein unsichtbares Geheimnis, eine verborgene Sache zwischen dir und Gott. Der Kolosserbrief macht dir aber ein Versprechen. Wenn Christus dein Leben ist, dann wirst du mit ihm bekannt werden. In Herrlichkeit, in seinem sichtbaren Bild. Dann wirst du die Auferstehungs- und Geburtstag feiern. Und die Vorfreude darauf macht es schon jetzt viel einfacher zu singen, dass Gott unser Vater ist und das uns zu seinen Kindern macht. Darum würde ich wieder übergeben an Matthias und Elias. Und am besten stehen wir doch gerade dazu auf. Du bist eingeladen, Christus zu suchen, der zur Rechten von Gott im Himmel sitzt. Vielleicht willst du einfach mitsingen oder noch mal selber nachlesen im Kolosserbrief. In deiner Bibel oder auf deinem Smartphone. Und zusätzlich möchte ich dich einladen, irdische Sachen abzulegen, von denen du frei werden willst und frei sein. Wir haben sogar Leute vom Gebetsteam da, der Christian, Adi hat vielleicht auch Lust. Und wenn du gerne das in Anspruch nehmen willst, möchtest du nehmen, dann heb doch jetzt deinen Hang so lange auf, bis Christian, Adi oder wenn es noch mehr sind, bei dir gelandet sind. Und dann können wir während dem zweiten Set von Worship-Liedern für dich beten. Mein letztes Wort soll nicht das von mir selber sein oder irgendwie aus der Kirchengeschichte, sondern die Stimme von Jesus selber. So wie sie in allen vier Evangelien dokumentiert ist. Zum Beispiel Matthäus 10,39. Jesus sagt, wer an seinem Leben hängt, wird es verlieren, aber wer es für mich aufgibt, der wird es finden. Und Jesus, so lade ich dich ein, durch deinen Geist hier gegenwärtig zu sein, auf der Kraftinsel, dass du in diesen Liedern, die wir singen, dir erweisest als der, der uns nach bist. Du bist uns nach, du willst uns begegnen, du kennst uns. Du weißt noch viel besser als ich, der jetzt so langsam dran bin, die Leute hier besser kennenzulernen, wo etwas Lebendiges am Entstehen ist in uns. Das Geheimnis, das irgendeinem der Auferstehungsgeburtstag wird haben. Und dann wird alles sichtbar. Und bis dann wollen wir in dieser Spannung uns nach dir ausstrecken. Dass du Erneuerung schenkst von innen nach außen. Danke für die neuen Schritte, die du mit uns gehst, immer wieder neu. Dass es nicht nur ein Datum ist und dann ist es passiert, sondern immer wieder neu setzt du einen frischen Start in unserem Leben und lass uns in deiner Gegenwart leben und wohnen, sein, verweilen. Und darum suchen wir dich jetzt auch wieder neu. Egal ob im Himmel zur Rechten Gottes oder hier ganz nach bei uns durch die Geist in unseren Herzen. Wir suchen dich. Wir beten dich an. Wir geben dir Raum. Wir sagen, wir wollen mehr von dir.